Das Wetter ist noch schön, also sind wir noch mal rausgegangen. Wir stehen hier bei uns auf der Dachterrasse und drehen noch mal hier ein Video, weil ich bin euch ja noch eine Antwort schuldig. Nämlich vom letzten Video habe ich euch vorgelesen, da gab es ja eine Frage vom Alex aus der Facebook-Gruppe und da habe ich euch das ja ein bisschen beantwortet, welche Renditen sind machbar und so weiter und so fort. Und da gab es jetzt auch ganz, ganz viele Reaktionen und deswegen dieses Video, da gibt es eine Antwort auf die Reaktion und natürlich noch die Frage, lohnt es sich Optionshandel zu lernen, weil man das vielleicht mal später beruflich nutzen kann. Wenn euch das also interessiert, dann bleibt dran, jetzt geht's los. Wer den ersten Teil dieses Videos noch nicht gesehen hat, ne, wir verlinken euch den mal hier. Das heißt, ihr könnt euch den einfach nochmal anschauen, würde Sinn machen, weil dann wisst ihr auch um alles oder warum es hier überhaupt ging. Und ich will euch noch zwei Sachen zu diesem Video ganz kurz mitgeben. Und zwar Punkt Nummer eins, der zweite Teil der Frage war ja, lohnt es sich Optionshandel zu lernen, um das vielleicht später mal beruflich nutzen zu können. Ne? Und da kann ich natürlich nur sagen, natürlich lohnt es sich immer, wenn man mehr Wissen hat, das kann man immer beruflich nutzen. Kann man das jetzt als Optionshändler nutzen? Naja, ihr wisst, wie es in Deutschland ausschaut. Ne? Investmentbanking ist im Grunde genommen tot. Also das gibt es gar nicht mehr. Wer irgendwo eine Chance haben will, ins Investmentbanking einzusteigen, ne? Da muss ich euch ganz ehrlich sagen, da werden euch die ganzen Ausbildungen, die ihr hier in Deutschland machen könnt, nichts nützen. Egal, ob das jetzt bei uns ist oder irgendwo anders, jeder, der euch erzählt, ihr könnt eine Ausbildung machen und könnt dann irgendwie bei einem Hedgefonds oder so einsteigen. Das ist alles, naja, sagen wir mal, schon sehr, sehr optimistisch. Ihr müsst einfach auf einer Elite-Uni gewesen sein. Ihr müsst die richtigen Verbindungen haben und ihr müsst in New York, in Chicago, in London da irgendwo arbeiten, ne, um dahin zu kommen. Das wird hier in Deutschland nichts. Aber natürlich, wenn ihr zum Beispiel in einer Bank arbeitet oder wenn ihr beispielsweise bei einem Vermögensverwalter arbeiten wollt oder wenn ihr aber auch zum Beispiel bei einer Bank, bei einem Unternehmen arbeitet, in der Finanzabteilung, da geht es ja auch ums Thema Optionen. Ne? Wenn ihr in einem Konzern arbeitet, wo es um Rohstoffe geht, wo es um Währungen geht und ihr seid vielleicht in der Abteilung, die sich mit dem Hedging und so weiter beschäftigt. Wenn ihr da natürlich Wissen habt über das Thema Optionen, dann kann euch das definitiv nicht schaden. Das heißt also, macht das definitiv, lernt was und hier mal auch so, auch wir nehmen permanent Bewerbungen an. Also wenn ihr sagt, hey, ich will unbedingt in diese Branche kommen, ne? Ich will was mit Finanzen zu tun haben und ich kann irgendwas, ich bin motiviert, ich will was machen. Wir stellen permanent weitere Mitarbeiter ein. Das heißt, ich freue mich auch über jede Initiativbewerbung. Kannst du also gern machen, melde dich bei uns. Und wenn du ein guter Typ bist, dann laden wir dich auch ein. Oder auch wenn du eine gute Typin bist. Ja, so, also ihr wisst ja, M, W, D und alle anderen Buchstaben dürfen bei uns arbeiten. Okay, wenn sie gut sind. So, und jetzt aber noch ein anderer Punkt. Und zwar, das Video, ihr habt das gut angenommen. Es gab auch viele, viele Kommentare dazu. Und dann war natürlich aber auch die Frage, naja, 2-3%, ist denn das jetzt wirklich so viel? Lohnt sich denn das überhaupt? Ne? Und deswegen habe ich nochmal, nicht ist das so viel, sondern viele haben gesagt, naja, 2-3%, das klang ja früher mal viel, viel optimistischer. Und warum so wenig? Und dazu muss ich zwei Punkte sagen. Punkt Nummer eins. Das klang früher mal optimistischer. Es ist ganz einfach so, ich habe nicht gesagt, was mit Optionshandel möglich ist, sondern was für 99% der Leute, die hier zuschauen, möglich ist. Nämlich, das sind diejenigen, die Unternehmer sind, die selbstständig sind, die Angestellte sind, die beruflich stark engagiert sind. Das heißt, ihr habt alles schon mal das von mir gehört, es gibt Ressourcen, Zeit, Geld, Wissen. Und bei den meisten wird es ganz einfach an der Ressource Zeit scheitern, um da einfach mehr machen zu können. Natürlich kannst du als Trader viel, viel mehr Geld verdienen als 2-3% zusätzlich. Ne? Aber dazu musst du Zeit haben, dazu musst du viel Zeit auch mit dem Thema verbringen und vor allem, du musst eins haben, du musst das richtige Mindset haben. Das stellen wir immer wieder fest, dass wir zum Beispiel ja auch Produkte haben in der Öffentlichkeit, wo dann die Kunden, sobald es mal ein bisschen ins Minus geht, sich dann melden, oh, es ist ein Minus und da will ich raus oder nicht so viel Risiko und so weiter und so fort. Das heißt, um 20-30% im Jahr zu erwirtschaften, das kann man auch übrigens nicht ewig steigern, ne? Ist aber mal ein anderes Thema, da musst du ganz andere Voraussetzungen mitbringen und 99% derjenigen, die hier zuschauen, bringen diese Voraussetzungen nicht mit und es hat nichts mit Wissen zu tun oder mit Intelligenz oder sonst irgendwas, sondern es fehlt ganz häufig einfach an der Ressource Zeit, um das überhaupt umsetzen zu können. Und dir nützt es doch nichts, wenn du jetzt ein System hast, wo du sagst, da kann ich 50% machen
im Jahr, theoretisch. Ich muss aber 12 Stunden am Tag vor dem Rechner sitzen, wenn du hingegen aber nur am Tag eine halbe Stunde Zeit hast, weil du beruflich stark eingespannt bist. Also das heißt, ich habe hier versucht, einfach die Realität der meisten Zuschauer mal in den Kontext zu bringen. So, aber der zweite Punkt, lohnt es sich denn für 2-3% zusätzlichen Aufwand zu betreiben? Und dann machen wir mal eine kleine Rechnung. Wenn wir das jetzt drin gemacht hätten, da hätte ich es auf dem Flipchart geschrieben, so kriegt das hier eingeblendet. Ne? Also der Kameramann hier, der Johnny, der hinter der Kamera ist, der hat jetzt wieder viel zu tun. Und zwar, viele unterschätzen, was ein paar Prozent ausmachen. Und ich will euch das mal an einem ganz simplen, einfachen Beispiel zeigen. Und zwar, stellt euch Folgendes vor. Und eins gleich vorweg, ja, das ist eine Milchmädchenrechnung, das sind jetzt keine Steuern berücksichtigt und das sind jetzt auch das geht auch nicht linear, es geht ums Prinzip, okay? So, also stellt euch folgende Situation vor, ihr habt 10.000 Euro und das eine legt ihr passiv an den Aktienmarkt und ihr würdet, sagen wir mal, im Schnitt 9% erwirtschaften, okay? Und jetzt gelingt es euch durch den Einsatz von Optionen im Monat, 0,25% zusätzlich zu erwirtschaften. 0,25% pro Monat zusätzlich. Das klingt nach sehr, sehr wenig Geld. Stimmt's? Also 1% von 10.000 sind 100, 0,25% sind 25 Euro. Das ist wirklich nicht viel Geld. So, das wären aber aufs Jahr hochgerechnet roundabout 3%, sodass aus den 9% 12% werden könnten. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an und jeder, der das nicht glaubt, kann einfach mal einen Zinseszinsrechner nehmen und rechnen das mal nach. Wie entwickelt sich denn dann eine Summe von 10.000 Euro umgerechnet auf 9% oder beziehungsweise gerechnet mit 9% respektive 12%? Und ihr kennt ja vielleicht die 72er-Regel. Ne? Ihr nehmt einfach die Zahl 72, teilt diese durch den Zinssatz und erhaltet dann die Jahre, wie lange es benötigt, bis sich euer Kapital bei so einem Zinssatz verdoppelt. 72 durch 9 ist 8, das heißt nach 8 Jahren verdoppelt sich das Geld. 72 durch 12 ist 6, das heißt bereits nach 6 Jahren verdoppelt sich das Geld. So, was kommt jetzt hier raus? Und zwar, wir haben es extra nochmal aufgeschrieben, ne, damit ich euch hier nichts Falsches sage. Also, wenn ihr 10.000 Euro anlegt mit 9%, dann habt ihr nach 8 Jahren 20.000, nach 16 Jahren 40.000, nach 24 Jahren bereits 80.000 und nach 32 Jahren hättet ihr 160.000. So, wie gesagt, alles ohne Steuern und unter Annahme, dass es linear läuft. Ich weiß auch, dass das nicht so, dass es da Abweichung geben wird. Es geht ums Prinzip. Jetzt schauen wir uns das mal an mit 12%. Also 0,2%, 0,25% mehr im Monat. Was kommt jetzt raus? Euer Geld verdoppelt sich jetzt alle 6 Jahre. Das heißt, nach 6 Jahren hast du jetzt bereits 20.000, nach 12 Jahren 40 und nach 18 Jahren hast du 80. Das bedeutet, du hast die 80.000 6 Jahre eher, als wenn du es mit 9% anlegst. Und gehen wir noch einen Schritt weiter. Wann sind wir denn von 80 auf 160 bereits nach 24 Jahren? Nach 24 Jahren haben wir jetzt 160.000. Und nochmal zum Vergleich. Bei 12% haben wir 160.000 nach 24 Jahren und bei 9% erst nach 32 Jahren. Bei 9% hatten wir nach 24 Jahren 80.000 und bei 12% eben schon 160.000, also das Doppelte. Und da seht ihr, dass das sind ja nur 2-3%. Der Fehler liegt hierin, zu sagen, das sind immerhin 2-3%. Und Albert Einstein wird ja diese Aussage zugeschrieben, der Zinseszins ist ein neues Weltwunder, was die meisten Menschen nicht verstehen. Manchmal wird auch gesagt, es hat Warren Buffett gesagt oder irgendein anderer, keine Ahnung, wer es gesagt hat, es stimmt aber, der Zinseszins ist ein Wunder. Was wir allerdings nicht greifen können. Unser Gehirn kann nicht greifen, so eine Entwicklung. Ja? Und deswegen muss man sich das immer wieder vor Augen halten. Und wenn es euch gelingt, euch weiterzubilden und eure Ergebnisse nur minimal zu verbessern, nur 0,25% mehr im Monat rauszuholen, 0,25%, ne? Macht ihr auf lange Sicht ein Vermögen daraus. Nicht von heute auf morgen, nach einem Jahr fällt das überhaupt nicht auf, nach 2 Jahren auch nicht, auch noch nicht nach 10. Aber nach 20, 30 Jahren, ne, das macht den riesengroßen Unterschied auf. Und deswegen, ganz zu Beginn dieses Videos, des ersten Videos, war ja die Frage, lohnt es sich mit dem zeit- und kostenintensiven Thema Optionshandel zu beschäftigen? Unbedingt. Es lohnt sich. Und wer das auslässt, verschenkt 10, Hunderttausende von Euro. Und jetzt musst du ganz einfach entscheiden, ob es sich für dich lohnt, das zu tun. Wenn du mehr darüber wissen willst, das Angebot steht. Hier unten ist ein Link, optionsstrategien.com/termin. Trag dich da ein für ein
kostenloses Strategiegespräch. Wir schauen mal nach, wo du stehst, ob du diese Möglichkeiten hast, ob es die Möglichkeit überhaupt für dich gibt, mit uns zusammenzuarbeiten. Und falls ja, dann zeigen wir dir mal auf, was es dafür Möglichkeiten gibt. Ich danke euch jetzt fürs Zuschauen. Genießt das schöne Wetter. Und falls ihr aus Sachsen seid, dann vergesst nicht, am Sonntag ist Wahl, also geht wählen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.